frostige Zeiten bei Never Alone, Folge 3. Willkommen zurück. Nachdem wir ja Spannung pur den Eisbär überlistet haben, geht's weiter in einer Eishöhle. Ich nehme alles zurück, was wir gesagt haben. Okay, wir müssen wahrscheinlich irgendwie... anscheinend irgendwie überlisten. Ich weiß aber noch nicht wie. Oh, 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 oh. Nein, das war falsch. Aber auch guckt der Eisbär. Aber was müssen wir jetzt mit dem Polarfox tun? Das ist jetzt so meine Frage. Okay. Verstehe noch nicht ganz so den Sinn jetzt, wie okay. Probieren wir das nochmal aus, das war gar nicht so schlechte Idee. Kunuxayuka war bei klarem Wetter ein guter Jäger, doch der Schneesturm war einfach keine gute Zeit für die Jagd. So, jetzt sind wir unter Wasser. Wir wurden verschluckt. Der Geschichtenerzähler, ja, konnte sich auch nicht erklären, wie die beiden überlebt haben. Es ist ein sehr, sehr tolles Abenteuer. Ich muss sagen, ich bin mehr als begeistert. Es gefällt mir sehr gut. Auch das Gameplay, ja. Ist halt jetzt nichts Weltbewegendes, aber es ist sehr, sehr geil, auch von der Geschichte her. Und man fiebert richtig mit den beiden. Kommt man da jetzt vielleicht hoch irgendwie nochmal? Oder war das jetzt ein Bonusraum? Ich weiß es gar nicht. Sah zumindest irgendwie danach aus.
Sehr schön. Also die beiden ergänzen sich sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie wir sie nennen sollen. Nennen wir sie einfach mal Marie und Philipp. Finde ich ein ganz cooler Name. Okay, muss er wahrscheinlich nach unten schwimmen. Schauen wir mal. Frage ist nur, wohin schwimmen? Ah, jetzt kommen wir hier hin, okay. Faszinierend. Okay, manchmal, wie gesagt, manchmal die KI reagiert manchmal nicht immer so, wie sie soll. Okay. Ah, da geht's weiter anscheinend. Für den Hund. Oder für den Polarfuchs, Entschuldigung. Beziehungsweise für Philipp. Ja, verstehe, okay. Aua. Okay, es ist Philipp jetzt nicht gefolgt. Das ist eine faszinierende Welt, muss ich ja mal sagen. Sehr schön. Hoppala. Oh, nein. Ah. Das war jetzt nicht so gewollt. Das sollte jetzt nicht so gewollt sein. Aber so sieht man das auch mal, dass es auch rauszoomt, das Spiel. An gewissen Stellen. Mal nach oben, bitte, mit Philipp. So, sehr schön. Irgendwo da oben war das Teil gewesen für den Boomerang, wo Marie hinschießen muss. Das ganze System mit dem Ziel noch nicht so richtig drauf. Dürfte mir nicht übel nehmen. Ah, jetzt. Ah, wunderbar. Huch, naja, das war falsch, glaube ich. Nee, ah. Okay, vielleicht muss ich doch auf die andere Seite springen, das kann natürlich sein. Ja, genau. Sehr schön.
So, jetzt schauen wir mal. Es ist ein bisschen tricky, aber es macht eine Menge Laune, hier weiterzukommen, auch wie gesagt, storymäßig das Ganze voranzutreiben und zu schauen, wie es weitergeht. Ich will wissen, wie die Geschichte endet von Marie und Philipp. Ich nenne die jetzt einfach mal so. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ist schon der nächste Geist, den wir brauchen, um weiterzukommen. Und da geht's abwärts. Uiuiui. Ich gehe erstmal oben lang. Das ist eine Riesenhöhle. Okay, Philipp bleibt da stehen. Warum auch immer. Also jetzt ist so ein bisschen die KI. Okay, das funktioniert anscheinend noch nicht. Vielleicht müssen wir oben auch noch gar nicht lang. Schauen wir mal. Gehen wir erstmal unten weiter. Gucken mal. Na. Hallo? Lässt du wohl los, Philipp? Uah, okay. Das sieht nicht gut aus. Nein! Oh, nee. Nuna. Ist nur, oder heißen wir Nuna? Kann das vielleicht sein, dass wir Nuna heißen? Ich werde mal versuchen, jetzt hier mit ihr, mit Nuna. Und Philipp. Mein Gott, Philipp, lass... Spielen kannst du später. So. Ja, Nuna. Ich glaube, Nuna sind wir. Die Frage ist, wo schwingen wir hin? Sie wird den Sprung noch niemals schaffen, oder? Ich werde es mal versuchen. Nein, das geht nicht. Oh. Tja, dann müssen wir mal schauen. Das kann ja nicht alles sein, dass da nur ein... Ja. Das kann ich mir schwer vorstellen, dass da wirklich nur ein so eine Geisterhand da ist. Oh, okay. Mann, was macht Philipp denn da? Na. Das ist doch nie im Leben nur ein Geist, oder? Ah, verstehe, okay. Ah, alles klar. So, na? Lässt du wohl los? Nuna? Nennen wir sie jetzt einfach mal Nuna, weil das oben da in den Klammern stand. Vielleicht habe ich es auch die ganze Zeit immer überlesen. Erst in Folge 3 fällt mir das auf, mein Gott. Schlimm. So, dann schwingen wir uns mal getrost darüber. Oh, das war knapp. Hui. Sehr schön. So. Also arbeiten sie auch ein wenig getrennt voneinander. Hallo, ich will mit. Sehr schön. Ah, okay. Je höher der... Ah, verstehe. Okay. Verstehe. Je höher der Philipp ist, desto höher kann man auch da mit Nuna dann mit den Geistern klettern. Sehr schön. Wunderbar. Das haben wir doch grandios gelöst.
weiter geht's. Juhu. So, jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir mit Philipp da oben hoch? Okay. Kleinen Moment. Trotzdem noch kurz hier das Item mitnehmen, die Eule mitnehmen. So, und dann schauen wir mal. Jetzt können wir also schwimmen. Die Frage ist nur, wo schwimmen wir jetzt hin? Wo geht die Reise weiter für die beiden? Immer tiefer. Das ist wirklich eine tolle Atmosphäre, muss man einfach mal lassen. Ist das jetzt richtig hier lang? Ich weiß es gar nicht. Ich versuch's einfach mal. Dem Licht entgegen. Ah, okay. Verstehe. Okay, wie kommen wir da durch? Gar nicht, oder? Okay, wir können also mit unserem Boomerang können wir da nicht durchschießen. Das geht nicht. Und Philipp kann uns auch nicht irgendwie helfen, da das näher zu bringen. Weil er kann aus dem Wasser nicht rausspringen jetzt gerade. Vielleicht müssen wir da noch ein wenig warten, was das angeht. Vielleicht müssen wir da noch erst woanders hin. Oder hier vielleicht. Kann das sein? Ja, das kann gut sein. Dass wir erstmal hier lang müssen. Ui. Ja. Oben übrigens eine Eule. Die nehme ich noch eben mit. So. Aber die Frage ist, kann ich es mitnehmen nach drüben irgendwie? Ich glaube ja. Es folgt mir. Das ist schon mal sehr gut. Sehr schön. Wunderbar. So. Schauen wir noch mal. Na. Damit möchte ich euch jetzt erstmal gleich entlassen. Eines Tages fragte er sich, warum nur ist das Wetter eigentlich so?
Ja, und mit dieser tollen Frage und diesen spannenden Bildern möchte ich euch entlassen in einer weiteren Folge Never Alone. Vielen Dank fürs Zusehen und bis demnächst.